Grundsätzlich zufrieden. Wir haben am Ende des Tages haben wir eine Lösung. Es ist vielleicht aus der Sicht von gewissen der Spatz in der Hand. Aber die Politik funktioniert so, dass man sich gegenseitig muss aufeinander zubewegen muss. Und wir ist lieber 80% vom Ziel zu erreichen, als am Schluss gar nicht in der Hand zu haben. Ich glaube, das ist uns gleich gelungen. Grundsätzlich positiv in Bezug auf Zielsetzung, aber es war sehr schwierig, um ein bisschen die Ängste wie der Umfang von dem Schutzschirm könnte sein. Man hat wirklich so ein bisschen die Angst von einer offenen Formulierung, dass das dann irgendeine Achtung-Fertig-Los-Strategie bedeutet, was nicht im Sinne von einem Erfinder ist, aber es ist schwer, das zu erklären. Und nur darauf hinzuweisen, dass der Bundesrat das in der Verordnung dann präzisieren muss, hat auch nicht wirklich befriedigt. Und darum haben wir wirklich so ein bisschen Hin und Her mit Formulierungen, bis man etwas gefunden hat, wo alle sich wohlgefühlt haben. Und da ist sicher die Rolle der Kantone, die man reingenommen hat, etwas, wo man gesagt hat, das ist ein guter Ansatz. Die Kantone sind nach dran. Die Kantone können das auch besser beurteilen als der Bund. Und wenn sie selber noch einen Teil der Kosten mittragen, werden sie auch nicht jetzt mit beiden Händen das Geld ausgeben. Das war eine wertvolle Unterstützung, weil man festgestellt hat, dass alle das Gefühl, Eventbranche kennt man einigermaßen, weil man dort irgendwo meistens ein Event teilnimmt. Aber es ist eine extrem heterogene Branche mit sehr unterschiedlichen Situationen. Und da war es wirklich wertvoll, dass man die Unterstützung hat, um so ein bisschen zu hören, was die Branche im Hinterkopf hat, dass man auch das Erkennen transportiert, das Bundeshaus, und sagen, schau, die Ansprüche stellen, die haben das und das im Kopf und das nicht. Und das auch zu relativieren, dass man genau über die Ängste bei den Leuten da innen auch zu nehmen, hat das sicher geholfen, dass man kann sagen, schau, die was wollen auch nicht mehr als das, was wir euch da innen erzählen. Sound of Glorious ist natürlich mein absolutes Lieblings-Open-Air mit der absolut schönsten Kulisse, was letztes Jahr leider ausgefallen ist und dass er wieder auf Ende August angesagt ist. Ambitiöse Zielsetzung, aber es wäre schön, wenn es wieder mal könnte stattfinden.